Hallöchen, da sind wir auch schon wieder. So, unser morgigen Kontrollgang hier. Sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wo ist unser Freund der Bär? Der will nicht mehr. Tja, hat auch einen Geist aufgegeben. Ich habe wirklich die Schnauze voll hier, wa? So, wir bräuchten noch ein paar Nägel. Können wir uns noch ein paar herstellen? Zack. Sehr gut. Kann man hier eigentlich noch so herstellen? Eine Säge. Da wäre der Eimer. Small Animal Trap. Mhm. Aber dafür müssen wir ihn irgendwie upgraden, ne? Bogen, Pfeile kann man machen. Mhm. Oh, hier kann man auch Klamotten machen. Schöne Lampe. Unverbessertes Schildchen. Ach so, da war das mit Level Upgrade. Okay. So. So, Nägel haben wir, Bretter haben wir, Holzbalken haben wir nicht. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier einfach mal 1, 2, 3, 4, bleiben mal hier oben. Rest nehmen wir mal mit hier. Versuchen hier schon mal so viel wie möglich wieder dicht zu bekommen. Okay, ein paar Bretter noch. Na, zieht der Nebel auf. Sieht ja fast so aus, ne? Axt, na, hier dauert nicht mal allzu lange. Ah, ich verlese ihn einmal. Moment. Ich wollte sagen, hier sind auch noch Baumstämme. Die beiden schon mal. Und waren hier hinten nicht auch noch welche? Feder und ein Blatt. Na, einer auf jeden Fall. Hier konnte man nicht kaputt hauen, ne? Ne. Mülltonne oder sowas auch nicht. Ach, da sind ja auch noch Stiefel. So, zack. Es fehlen noch ein paar Bretter. Und der Balken. Und die Balken vielmehr. Ich glaube, ich hole einfach mal hier unten noch schnell ein, zwei Balken. Ja, okay, da ist irgendwas anderes. Oh, ich hoffe, das reicht noch, ey. Das war irgendwie ein spezieller Baumstamm, wo auch immer der herkam. Am Dehydrieren schon wieder. Müssen wir gleich ein was trinken. Das Gute ist auf jeden Fall schon mal gereicht für den Baum. So, nimm den Kram eben mit hier. Gut, gut. Dann machen wir hier mal schnell. Zack, 4.
Und jetzt bin ich hier ein bisschen Zunder. Das geht nämlich echt gut hier mit dem Messer. Gut, zack, 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 zack. Okay. So, die Baumstämme mit hier. Wieder dicht. So, und würde ich jetzt sagen, machen wir hier auf jeden Fall noch eben schnell. Die Baumstämme rein. So, vier Bretter fehlen nur noch. Eigentlich. Ja, wir haben zwar Durst, ne? Aber wenn ich die vier Bretter. Ja, fertig, fertig, fertig. Und hier ist es auch so weit dicht. Cool. Einfach nur cool. Jetzt haben wir es nämlich wenigstens dicht. So, jetzt können wir hier neben was trinken gehen. Sehr schön. Eine leere Flasche schon mal. Haben wir hier noch mehr leere. Damit noch eine leere. Irgendwo müssen hier die Federn sein. Hä? Da waren sie schon. Oh, kann ich die stapeln? Nee, wa? Nee. So, Seil, 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 Seil. Kommt erstmal hier mit rein, würde ich sagen. Okay, das ist das Werkzeug. Das kommt unten rein. Nägel und so ein Krimskrams. Packen wir auch jetzt mal hier mit rein. Ich sag ja, ich weiß noch nicht so recht. Irgendwie, das wird noch alles ein bisschen anders sortiert. Kann ich den nicht noch ein bisschen hier? Zack, komm mal hier. Du schön dahin kommst so. Zack. Dann könnte ich ihn hier nochmal... Einmal hierher, zack, drrrt, gedreht. Ein bisschen gedreht, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Na, hier, komm, der muss weiter vor. Wenn schon, denn schon, ne? So, guck. Das sieht doch schön aus. Da könnte sogar noch einer nehmen, theoretisch gesehen, ne? So, Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Wasser bräuchten wir auf jeden Fall. Unten die Sachen kann ich ihm rauspacken. Kann ich auch überspringen. So, und hier müsste es jetzt ja vielleicht mal gehen, ohne dass man sich jetzt mal ein Bein zuzieht, oder? Ne, hier geht das auch nicht. Gut, also das ist irgendwie ein bisschen buggy. War hier jetzt noch irgendwas drinne? Nur der Kanister. Da war nix. Da war auch nix. So, Batterie da mit rein. Und hier die... Zack. Okay.
100 Liter passen da rein. So, komm mal her. Einmal kurz hier beide Tore offen. So, Tür zu, ne? Da haben wir auch keiner reingekommen, wenn wir nicht da sind. So, komm mal her. So, V. Zack, zack. Das wird wahrscheinlich mit dem Eimer weitaus schneller gehen, ne? Naja gut, ich meine immerhin noch besser, als wenn wir hier jetzt da mehrmals mit den Flaschen hin und her laufen müssen, ne? Das hin? Für eine Hütte war es die, wo wir schon mal waren. Müssten wir vielleicht auch mal lang schauen. Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob das die war, wo wir schon mal gewesen sind. So, zack. Wie viel haben wir dann? 10, 12 Liter. Dann würde ich sagen, einmal füllen wir sie noch auf. Und dann füllen wir die beiden Flaschen als solches noch einmal auf. Da muss das erstmal reichen, ne? Ist ja zur Not, müssten wir nochmal herkommen mit dem Eimer und dann definitiv einfach mehr Wasser reinpacken. So, und jetzt tun wir hier nicht nochmal, zack. Einmal auffüllen, die können da nicht oben rein. Können wir oben nämlich hier bisschen Wasser hier so gesehen schon mal wieder destillieren. Kann ich da oben so durch Zufall hin? Ah, schön. Los wieder zu hier. Nicht, dass uns die Wand noch kaputt geht. Ich würde das jetzt zu gern hier nochmal ausprobieren, ne? Aber weiß ja auch nicht, wie es dann ist, ob das nicht hier dann letzten Endes wieder dafür sorgt, dass wir nachher dann wieder ein Bein gebrochen haben oder so. So, zack. Da einmal. Gift. Zack. Und ach so, ach man, ich muss ja hier. Da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass ich hier oben tatsächlich so hier auswählen muss, wie viel Wasser ich da reinpacken will.
So, guck an hier. Zack. Ich weiß gar nicht, wie viel kann man? 10 Liter? Vermute ich jetzt einfach erstmal, weil wir da ja theoretisch auch so einen 10 Liter Eimer drin haben, ne? So, zack. So, einmal Feuerholz herstellen. Und zack. Streichhölzer. Haben wir da. Und Zunder. Und mit Zunder haben wir da. Das Fett könnt ihr eigentlich auch im Eimer raus. Das kann man da schon so weit wieder vorbereiten, ne? Beziehungsweise da müssten wir auch noch wieder. Komm, dann schmeiß den jetzt im Eimer an hier. Und da müssten wir tatsächlich noch einmal Brennholz herstellen. Sehr gut. So, ach so, brauche ich ja gar nicht, ne? Ich brauche nur so. Plop. So, stell her. So, und bauen wir das hier jetzt nicht auch noch ein ganz bisschen oben. Das Salz kann da drinnen bleiben, das müsste in den anderen rein. Zack, komm mal her. Schwupp. Na, komm. Na, ganz kleines Stück nach hinten muss er durch da, ne? So. Ja, irgendwie, der ist nicht hier hundertprozentig, ne? So glaube ich. Nein, wir haben einen ganz kleinen Knick drin, aber egal. So, das hier raus. Dahin. So, das Salz. Eigentlich können wir Zucker da gleich mit reinpacken, ne? So, dann haben wir hier alles mögliche an Essen erstmal drinne. Zack, die mal raus. In dem kommen dann die Getränke rein. Da machen wir es ein bisschen anders. In dem nächsten würde dann noch tatsächlich so Zucker, Salz und so ein Krimskrams reinkommen. Okay. Und dann würde ich in dem letzten Fach, würde ich dann tatsächlich so Brennholz, Zunder und sowas, ach Quatsch, das wollte ich da drin lassen, da reinpacken. Okay. So, und in dem kommt dann nämlich so dieser Kram hier rein. Streichhölzer, noch ein bisschen Zunder. Okay. Dann hätten wir hier, brauchen wir auch noch etwas zu essen und so, ne? Dann kommt da nicht erstmal Stöcker rein. Schwupp. Das hier. Der Kram. So, das noch eben. Klamottentechnisch, ja, weiß ich auch noch nicht. Ach, ist mal da rein. Und die Flaschen nehmen. So, zack, trinken rein. Die beiden leeren Flaschen packe ich da auch erst mit rein. Da wäre es Zucker und Salz hatte ich gar nicht mehr. Essensdosen hier mit rein.
das so, ja, und dann hier zack, da das rein. Gut. Ne, ich glaube, ich mach's doch noch ein bisschen anders. Den Kram. Na komm. Hier einmal raus. Schwupp. Hier Zunderzeugs mit rein. Kann ich den jetzt ein bisschen bewegen? Ja, okay, er arbeitet auch weiter. Sehr gut. Und dann kommst du eben her. Schwupp. Mhm. Das wird jetzt nämlich hier rot. Rot ist immer so hier. Entweder Feuer oder rot ist bei uns. Erste Hilfe. Und dann kommt hier nämlich dieser Stuff rein. So, guck an. Dann hätten wir den hier nämlich. Schwupp, erstmal hier. Mit unserem Werkzeug drinne. Achso, ne, das Dings behalte ich hier. Und dann kommen nämlich. Zack. Unsere Baukisten hier mit hin. Da kommt dann nämlich unser Bauzeugs rein. Flaschen hatte ich auch schon ein paar mehr mal. Okay. Schwupp. Na. Na, das war ein bisschen zu weit, so ein Stück vor, plopp. So, zack, das da rein, das, die, da erstmal ein Steinchen da noch mit hin. So, die Nägel können auch irrsinn da mit hin. Hatte ich das Ding halt fertig? Ja, ne? Ja. Gut. So, guck an. Dann könnten wir jetzt irrsinn schnell einen Happen essen. Unser Fleisch scheinbar vergammelt, ne? Das ist weg. Was sagen die Dosen? 97, die sind alle ziemlich gut dabei, ne? Auch nichts weiter mehr. Oh, hier haben wir auch noch einmal was. Hier ist nochmal Essen. Zunder, Stöcker und so ein Krimskrams. Das da hier sind mit hin. Ups. So, das dahin. Dann, ja, komm, wir pfeifen uns jetzt irgendwie so eine Dose eben rein. Bisschen was gegen Hunger und Durst tun, ne? Wir sehen so.
Fett. Kann man hier noch ein bisschen was. Sehr schön. Da unten hätten wir noch ein Messer. Ja komm, dann kommt das Messer jetzt mal hier mit rein. Und den Hammer lassen wir auch eben hier. Den bräuchten wir im Moment nicht. Und ich nehme mal eine neue Axt mit. Ich weiß ja nicht. Bräuchten wir eine Säge? Na komm, nehmen wir mal mit. Ich weiß es im Moment noch nicht so recht. Die waren auch leer, ne? Ja, und hier waren ja keine anderen Kisten mehr, ne? Hier hatte ich alle raus. Und die hatte ich auch alle nach oben gepackt. Okay, da hinten war noch diese Stiefel. Da, die nehme ich hier im Eimer weg. Sonst war ja nichts mehr, ne? Ne. Sieht sonst alles soweit leer aus. Die Stiefel würde ich tatsächlich... Oh, die sind natürlich 100, ne? Sagen unsere, oh, wohl. Tja, weiß ich auch noch nicht. Na, die lassen wir erstmal hier stehen. So, wo ist unser Freund der Bär? Der ist scheinbar nicht mehr hier. So, zack, komm her, die nehmen wir auch nochmal mit. Ist man nach unten da. Na komm her. So, ist der auf der anderen Seite. Ich sehe ihn irgendwo, ich sehe ihn irgendwo. Wo ist er? Scheint echt nicht mehr zu sein. Na, erstmal hier. Zack, ein schönes Bildchen, wa? Und hier nochmal so ein bisschen so. Wenn wir da mal ein schönes Bild von haben, ne? Was hier, wie unser Lager da jetzt aussieht. So, 14 Uhr. Ich würde sagen, wir gucken nochmal ein bisschen hier ins Motel rein. Da oben sind ja ein paar Räume. Da würde ich sagen, schauen wir mal rein. Aber das, ihr Lieben, machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin jetzt mal. Ciao, ciao.